und herzlich willkommen hier bei 360 Grad. Heute gibt es etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben uns gedacht, es ist ja so unglaublich heiß, der Sommer ist ja noch volle Möhre am Laufen, aber der Herbst steht ja schon vor der Tür. Und da ist es ja so, dass gerade im Herbst immer viele, viele Knallerspiele rauskommen. Und ich habe mir heute mal 5 rausgepickt, von denen ich meine, die haben das Potenzial, etwas ganz, ganz Großes zu werden. Viel Spaß dabei! Ja, was soll ich sagen, der Master Chief Halo 4, ich freue mich da einfach so wahnsinnig drauf, weil ich bin zum einen ein großer Fan der Halo-Serie, ich stehe einfach auf dieses Sci-Fi-Setting und jetzt zu wissen, wie das Ganze weitergeht, eben nach Halo 3, nach diesem Ende, da soll ja auch so viel Neues kommen, eine neue Gegnerrasse, mit der man sich dann rumschlagen muss, eine alte Bedrohung sozusagen, die ganz, ganz gewichtig ist. Und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und Multiplayer-technisch natürlich auch erwarte ich mir wieder Großes, weil da war Halo auch immer schon ein Vorreiter. Und deswegen, ja, Halo 4, endlich, komm endlich, du Sau! And we're here at the Horizon Festival getting ready to throw it down tonight. But remember, if you don't get here by 10 p.m., you are not gonna get in. So if you're on your way down right now, step on the gas. Ich bin ja ein Fan des schönen Automobils und da ist mir auch ganz klar Forza in Erinnerung geblieben, denn da sind ja wunderschöne Autos, die man fahren kann. Jetzt wird das Ganze mit Forza Horizon, wird der Horizont erweitert, indem man jetzt sozusagen eine offene Welt hat, die man dann da eben mit seinem wunderbaren Auto erforschen kann und da allerlei Events hat und so weiter und so fort. Und das finde ich hier gerade das Interessante, das hat man zum Beispiel auch bei dem Test Drive Unlimited gesehen, das kommt unglaublich gut an und ich denke mal, Forza ist prädestiniert genau für so eine Sache, für so eine Perspektive, dass man das Spiel so spielt und deswegen erwarte ich mir da ganz, ganz Großes von. Time to put your lights up. Ich stehe ja auf Schleichspiele und das Schöne an Dishonored ist ja, dass man da verschiedene Möglichkeiten haben wird, vorzugehen. Es gibt natürlich die eine Möglichkeit, dass man sich zu seinem Ziel durchballert, um das dann zu erledigen oder dass man eben versucht, ein bisschen vorsichtiger umzugehen. Man hat ja verschiedene Fähigkeiten, die man im Spiel nutzen kann und das erinnert mich wiederum an eine andere Serie, die ich total cool finde und zwar ist das Thief. Es hat auch diesen abgefahrenen Artstyle, es ist so Steampunk, wie man sagt, also so modern, aber trotzdem irgendwie vom Artdesign so ein bisschen mittelalterlich und das finde ich total genial, diese Vermischung dieser verschiedenen Kunststile und dann eben diese Spielmechanik, die einem wirklich Freiheiten lässt und wenn das gut klappt, dann wird das für mich der absolute Überknaller. Ist er wieder, der Glatzkopf Nummer 1, beziehungsweise ist er ja Glatzkopf Nummer 47, wie wir alle wissen, aber er möchte die Nummer 1 werden im Schleichgenre mit Hitman Absolution, möchte unser Agent wieder beweisen, dass er besser ist als Ezio und Co. Ob ihm das gelingen wird, das ist natürlich, steht noch ein wenig in den Sternen. Wir hoffen es natürlich, denn, oder ich hoffe es zumindest, denn ich finde schon, dass Hitman unglaublich viel Potenzial hat, ist eine unglaublich interessante Figur und die verschiedenen Sachen, die man jetzt schon gesehen hat von diesem Spiel, machen mir Lust auf mehr, vor allen Dingen mit diesem Contracts-Modus, wo man dann eben in bestimmten Arealen irgendeine Person zum Ziel wählen kann und dann dieses Ziel ausschalten muss, weil die alle auch einen Tagesablauf haben. Das finde ich unglaublich cool, weil da kann man einfach viele Missionen einfach selbst gestalten und dann mit seinen Freunden auch teilen. Und deswegen hoffe ich, dass da IO Interactive ein wirklich grandioses Spiel raushaut, das uns mit lauter Spielspaßstunden erfreuen wird. Jungle,
Man hat ja damals so bei Borderlands gesagt, das ist ja das Diablo der Ego-Shooter, denn vieles, wie zum Beispiel die Waffen, ist ja komplett random, die Stats und so weiter und so fort. Es ist jedes Mal ein bisschen anderes Erlebnis in dem Sinne und es wird eben auch dieser Sammeltrieb befriedigt, denn es hat ja auch diese Rollenspielelemente eben und das macht es eben sehr ähnlich zu Diablo. Und die Formel ist halt für Gearbox voll aufgegangen. Das war ein grandioser Erfolg. Es gab sehr erinnerungswürdige Charaktere, der Grafikstil ist gut und Borderlands 2 möchte da jetzt natürlich noch eine Schippe drauflegen. Wir alle wissen, Gearbox ist ein fähiger Entwickler. Wenn die das hinkriegen, dann sage ich nur, alter Falter, wird der Herbst aber ganz schön heiß. Natürlich kommen noch weitere tolle Spiele im Herbst und gerade zur Weihnachtszeit auf den Markt, aber diese fünf, die haben es mir besonders angetan und auf die freue ich mich am meisten. Ich kann es kaum erwarten, dass wir sie endlich in unsere Redaktion bekommen und sie endlich in einer Preview-Fassung schon mal vorab zocken dürfen. Weitere Informationen rund um das Thema Videospiele findet ihr wie immer auf GamesWelt TV. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss!